Hey Leute, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr den Mo Creators Mod für die aktuelle Minecraft Beta installieren könnt. Ich zeige das jetzt anhand der Beta 1.5-01. Das ging aber bisher immer gleich und sobald der Mod geupdatet wird, update ich einfach den Titel von diesem Video. Ja, der Mod wurde jetzt endlich geupdatet. Die meisten von euch sollten ihn kennen, allein schon durch Gronkh. Ich sag jetzt trotzdem nochmal, was er bewirkt. Er bringt euch eben viel mehr Leben in Minecraft in Form von verschiedenen Tieren. Zum Beispiel Haie, Vögel, aber auch zum Beispiel Wildschweine. Und da ist wirklich alles Mögliche dabei. Im Minecraft-Forum selbst seht ihr auch nochmal, welche Tiere da genau sind. Ja, ihr müsst dazu ziemlich viele Sachen runterladen und ich werde euch ein Pack mit allen Sachen unten in die Beschreibung stellen, also den Download-Link dazu. Alle anderen Links sind natürlich auch unten in der Beschreibung und den Pack werde ich selbst zusammenstellen. Ich werde aber natürlich auch die Original-Links in die Beschreibung stellen, falls ihr mir nicht vertraut oder so wegen Viren. Und jetzt würde ich sagen, es geht los und als erstes geht ihr auf den ersten Link, da kommt ihr ins Minecraft-Forum. Da seht ihr schon More Creatures 1.5-01 und mit Piranhas. Da scrollt ihr einfach nach unten, findet dann hier den Mod an sich, den müsst ihr runterladen. Außerdem müsst ihr hier GUI API runterladen. Wenn ihr da drauf geht, kommt ihr auf diese Seite hier. Hier scrollt ihr nach unten, klickt hier auf GUI API, das sollte auch schon rot sein. Und geht dann hier auf den Main Download und ladet euch das Ganze da runter. Anschließend müsst ihr euch noch den Modloader und den Audio-Mod runterladen. Wenn ihr da drauf klickt, kommt ihr auf diese Seite hier. Hier scrollt ihr auch einfach wieder nach unten. Findet dann hier Modloader Beta 1.5-01 Version 3. Und dann geht ihr hier auf Download Direct. Da könnt ihr es dann direkt runterladen ohne Wartezeit. Und dann scrollt ihr noch weiter nach unten und findet hier den Audio-Mod. Da geht ihr auch auf Download Direct. Anschließend braucht ihr noch den TFC, das ist ein Mod-Manager, mit dem könnt ihr alle möglichen Mods ganz einfach installieren. Dazu geht ihr wieder zurück zum Mo Creators Forum-Eintrag und dann klickt ihr hier drauf, kommt dann auf diese Seite hier. Hier scrollt ihr nach unten, findet hier dann Klick hier. Wenn ihr da drauf geht, kommt ihr auf diese Seite, dann müsst ihr hier da drauf klicken und kommt dann erst auf die eigentliche Seite. Und dann könnt ihr euch das Ganze hier runterladen. Ja, wenn ihr dann alles runtergeladen habt, sollte das bei euch so aussehen. Ihr habt dann eben diese vier ZIP- oder RAR-Archive und diese Exe-Datei. Das sollte der TFC-Mod-Manager sein. Wenn ihr das alles habt, könnt ihr weitermachen. Und zwar geht ihr jetzt erstes bei Windows auf den Start-Button und auf Ausführen. Gibt dann da %appdata% ein. Klickt auf OK und dann müsst ihr erstmal euren .minecraft-Ordner backuppen. Das werde ich jetzt auch ganz kurz machen. Ja, anschließend könnt ihr dieses Fenster auch schon wieder schließen und dann startet ihr den TFC Mod Manager. Geht dann einfach auf Ausführen, falls bei euch so ein Fenster kommt. Kommt dieser kurze Ladebildschirm hier. Und dann sollte so ein Fenster hier kommen. Hier müsst ihr euch nicht anmelden, keine Angst. Ihr geht oben einfach auf Library. Dann nehmt ihr hier alle Pakete, zieht die rein. Und dann seht ihr auch schon, wie die hier heißen. Und dann geht ihr hier einfach auf diesen kleinen Button, den oberen links. Und dann kommt hier dieses kleine Pop-up. Hier werdet ihr gefragt, ob ihr einen Apple-Computer, also einen Mac habt. Dann geht ihr hier einfach auf Nein, wenn ihr keinen habt. Und wenn ihr einen habt, dann auf Ja. Ich gehe jetzt auf Nein. Und dann steht hier System All Done for Mods Installed. Das heißt nun, dass es erfolgreich war. Und jetzt habt ihr Mo Creators erfolgreich installiert. Geht eigentlich ganz einfach. Man muss eben nur echt eine Menge runterladen. Ja, das war's auch schon. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Eure Meinung zu diesem Video würde mich auch sehr freuen. Einfach in die Kommentare schreiben. Bewertet das Video mit einem Daumen hoch oder einem Daumen runter. Und vergesst nicht, mich zu abonnieren für mehr Minecraft-Videos und auch für viele weitere Videos. Hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und ciao.